So, neues Babadoch Meme, Jungs, von Caro. Ich hoffe, es ist lustig. Wenn nicht, ihr wisst, wer schuld ist. Caro Maro. Wir gehen rein, Babadoch Meme, Jungs, let's go. Ich hab gar nichts gemacht. Wichtig, die nachfolgenden Videos sollen keine Personen in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen. Alles dient lediglich der Unterhaltung. So, neue Reaktion auf Babadoch Memes. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da und ein Abo. Ihr wisst Bescheid, Jungs. Wenn ihr lacht, habt ihr verloren. Denn die Videos von Babadoch Memes sind eigentlich immer sehr lustig. Okay, das ist echt strong. Der Bleistift ist schon sehr strong. Jedes Mal, das war schon sehr gut, Digga. Hausaufgaben gemacht habe. Oh ja, ich weiß auch. Bruder, ich schwöre auf alles. Eins, wer das kennt, Bruder, wenn ich meine Mama und mein Papa, also weißt du, meine Mama Hausaufgaben gemacht habe, ich immer so, ich kann das nicht, Mama. Ich schwöre immer Tränen auf dem Papier und dann ist so diese Tinte so verwischt und so, Digga. Oh mein Gott. Das war so schlimm. Was ist das? FIFA 22? FIFA sucht die. Ich sag dir auch ehrlich, FIFA ist wirklich so eine eigene Welt für sich. Ich kann es nicht verstehen. Ich bin kein Fußballfan und vielleicht kann ich es deswegen nicht verstehen, aber jedes Jahr kommt FIFA raus und jedes Jahr ist das Gleiche. Sind da Ungleichheit gefällig? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Siege, er geht mir bestimmt fremd. Die Jungs und ich. Ey, was ist so eine dumme Idee, komm mal nur die Typen, Alter. Wenn mein Vater vor meinen Freunden cool sein möchte. Endlich, ich lerne neue Wörter kennen. Kennst du Omegalull? Kennst du das? Heißt das Omegalull oder Omegalull? Bruder, wenn so ein Fernsehtyp, weißt du, so Mario Barth auf Twitch kommt, Digga. Was ist das? Mein Handy, sobald ich eine Freundin habe. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe schon, sehr langer Code. Okay. Oh, da geht's sogar wirklich. Wie mein Leben momentan so läuft. Hab's nicht gesehen, Bruder. Das ist echt, das ist also fake, das ist fake. Wie mein Leben momentan so läuft. Okay. Er möchte auf die andere Seite des guten Lebens. Wenn es 3 Uhr nachts ist und jeder im Haus schläft. Oh nein. Oh nein, kenne ich. Ja. Oh nein, 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 nicht die Clubspielung. Oh nein. Ding ist, ich muss wirklich sagen, Jungs, Hunger, ich fühle jeden, der noch zu Hause wohnt und um 1 Uhr morgens Hunger bekommt. Oder um 2 Uhr morgens, so richtig Kohldampf. Denkst du so, kein Trinken im Zimmer, kein Essen. Und dann gehst du so voll leise über den Flur, ganz leise an den Kühlschrank und machst du ganz leise auf. Und das Öffnen ist schon so, dann machst du alles so in Zeitlupe, Digga, so ganz lang. Und wenn du dir dann so Brote geschmiert hast, gehst du ganz schön in dein Zimmer und dann so, oh mein Gott, endlich. Früher, Bruder, ey, ich fühle das komplett. Meine Mama immer so, Kevin, nach 10 Uhr oder so, geh nicht mehr in die Küche. Schlafenzeit. Hab einmal Essen bestellt und meinte nicht klingeln. Der hat Sturm geklingelt und die Pizza durfte ich auch nicht mehr essen. Oh mein Gott, F. Oscar, Alter. So schlecht, Digga. So schlecht. Junge, was ist das für ein Video, Alter? Wenn ich endlich mein erstes unterbezahltes Ausbildungsgehalt bekommen habe. Yeah. I got supplies. Mein Cousin heiratet heute. Und ich darf der Trauzeuge sein, der die Ringe übergibt. Hey, da ist dein Crush. Ja, den Clip kann ich schon, Bro. Mach jetzt bloß nichts Peinliches.
Achso. Wir haben eine Musikbox in der Decke versteckt. Ah, okay, clever. 5 Minuten später im Unterricht. Das ist clever. Neulich. Oh, schade, ich habe eine Reaktion gesehen vom Lehrer oder so. Im Zoo. Ja, Mann, geil. Was für ein King, der macht einfach mit. Hier ein krasser Lifehack für euren Morgenkaffee. Mhm. Das sieht noch schön aus. Perfekt. Perfekt, Digga. Ich hab nur Angst. Walla, der kommt, Jungs. Walla, der kommt. Walla, der kommt. Der kommt, der kommt. Der kommt. Ich nach der ersten Stunde Mathe. Ich kann nicht mehr. Und ich muss. Ich muss. Ich weiß nicht, was ich muss. Aber ich kann nicht mehr. Und ich möchte. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mädchen, wenn sie essen gehen. Oh mein Gott, ja, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Ich glaube. Ich schwöre genau so. Hobby seine Freunde. Film mich nicht. Oh nein. Guck mal, neuen Fingernägel. Und den hat sich abgeschminkt. Seine Freunde. Der arme Digga, ich fühle ihn. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Hier ist der dicht. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Mein Chef, wenn ich 2 Minuten Pause mache. Ich muss das nicht gut bezahlen. Alte Fresse. Ah, Junge, wer... Oha! Bro, das ist einfach ein anderes Universum, hä? Guck mal, ey, hier. Bruder, er ist einfach in eine andere Welt geflogen. Mein Cousin heiratet in ein paar Tagen. Wir waren mit ihm einen Anzug kaufen und das passierte. My boy in here getting fitted for my wedding. You know what I mean? That's what I'm talking about. You know what I mean? Warum ist man so eine Geburt? Da steht Show an die Decke. Okay, man denkt sich, man guckt an die Decke und da steht einfach. Du kleiner Hurensohn. Wie mein Vater meine Mutter damals beeindruckt hat. Wild. Die am schnellsten sind, haben die Chance. Holt euch am besten sogar noch 2 und macht Plus damit. Dieser Hype ist unglaublich. Ich will nicht wissen, für wie viel das verkauft wird. So viele von euch haben gesagt, ihr schätzt es auf 150 Euro. Das ist sogar fair, wenn es 150 kostet. Was? Glückwunsch schon mal an alle, die es schaffen, das limitierte Pussy Power Bundle. Wenn es 150 kostet. Ist die Geschichte eine Frucht der Wahrheit? Oder ist es nur unsere Fantasie? I'm still outside with the grip. What you expect, my jewelry? Alright, first we're gonna butter these. Der ist auch einfach so ein legendärer Clip von Commander Krieger, Digga. Okay, now we're gonna toss these in the hot pan. We're gonna crack a couple eggs on the side, like. Now we're gonna add in some a little bit of salt. In a little bit. Now we're gonna add some bacon filling that space is. We're actually not gonna flip that hell. We're actually just gonna put a top on top for a couple minutes. I'll be back. Okay, I think it's done now. Now let's try to flip that. Ja. Kann ab. Kann abkratzen. God damn! Man, what the fuck? Ich sollte eigentlich lernen. Auch ich 8 Stunden vor der Arbeit.
muss sagen, Lernen ist auch so ein Phänomen für sich, Digga. Ne? Bei mir war das immer so, wenn ich gesagt habe, so, boah, heute lerne ich. Also angenommen, du hast so 3 Wochen Zeit für deine Arbeit zu lernen. Und selbst wenn man dann so 3 Wochen vorher anfängt zu lernen, war das immer so irgendwie so, du sitzt dann so und dann so, ich fange dann jetzt mal an. Bisschen irgendwie kann ich lernen, wenn das so unordentlich ist. Dann fängst du ein bisschen an, den Schreibtisch aufzuräumen. Und dann so, jetzt alles aufgeräumt. Ja. Womit fange ich denn jetzt an? Ist eigentlich ganz schön viel, Kurz Instagram abchecken, so ein bisschen. Bisschen Insta abchecken. Ich könnte mir eigentlich mal einen wissen, ey. Ein bisschen geil gerade. Dann so, du dir so ein und dann so, boah, ich bin richtig müde, Alter. Ist auch schon irgendwie hier ist auch schon so 2 Stunden vergangen, haben wir schon fast. Oh, fixed. So, ja, ist auch schon. Rein da. Jetzt auch schon echt spät, ne? 2 Stunden schon vergangen. Jetzt ist ja auch schon jetzt ist schon Schreibtisch alles aufgeräumt. Ja, komm, morgen. Also morgen dann wirklich. Ich habe jetzt auch alles aufgeräumt und so, morgen bin ich ready. Und am nächsten Morgen fällt dir wieder irgendwas ein und dann zieht sich das so bis einen Tag vor der Prüfung. Und bei mir war das immer so, dann einen Tag vor der Prüfung habe ich angefangen, so, Digga, das schaffe ich gar nicht. Ich muss Spickzettel machen. Und während du dann so Spickzettel machst, lernst du voll viel. Easy, Digga. But still predictable. Und meistens habe ich dann gar nicht die Dinger gebraucht, meine Spickzettel, weil ich dann wirklich gelernt habe. Gar nicht gemacht. Stabiles Video. Muss man sagen, stabiles Video. Noch nie gespickt. Guck mal, Jungs, ihr könnt ehrlich sein. 1 in den Chat, wer schon mal bei einer Prüfung gecheatet hat. 2, wer sagt, Digga, ne, sowas noch nie gemacht. Jeder muss spicken, gehört dazu, Digga. Spicken ist legit. Sogar mit Michelle zusammen. Ach du Scheiße, ist das cringe. Das ist ja wirklich unangenehm. Noch nie gecheatet? Krass. What's up? Check mal lieber den Pass ab. Lass mal, keiner reicht mir das Wasser. Hustler, Bitch, lies ein Hustler. Diese Song so gut wie ein Rendezvous mit dem Verfasser. Ich check so langsam, wie das läuft. Wenn nicht, bist du ein mieser Toy. Smoke so viele Joints.